So, hallo Leute, ich weiß jetzt, wo ich hin muss, nämlich dieser Raum da. Hier war es irgendwo rechts und der Raum mit den Stacheln und so. Ja, ich habe diese eine Tür, durch die ich da eben gegangen bin, übersehen gehabt. Und weil ich sie übersehen habe, bin ich hier erst gar nicht hingekommen. Er hat verkackt. Genau. Ja, aber das mögen wir doch an dir, Brain. Da muss ich nämlich hier einfach durch, mir in den Raum. Hier ist die Truhe, so bla bla bla. Ach, der, ach so böse Fluch, den habe ich ja schon öfters genutzt, weil der ist ganz hilfreich. Und inzwischen können wir einfach mit Yoshi da drüber fliegen. Oh, geil. Weil ich hatte ja schon damals erwähnt gehabt, ne, dieses Loch in der Wand, dass wir hier nochmal hin sollen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich habe es zwar zwischendurch vergessen gehabt, aber Merlin hat mich ja darauf hingewiesen. Wer hast du dir eigentlich schon Mirai Nikki jetzt mal angeschaut? Nein, und die Wand ist aufgesprengt. Mein Bruder dafür aber. Und? Was sagt und hier ist ein blauer Block. Und... Was ist da hinter? Cool. Was hat der blaue Block jetzt gemacht? Er hat das Teil zerrissen und bla, jetzt habe ich einen Unterfall. Der Ultrafeil hat als Fähigkeit... Ich weiß, was er macht, aber ich sag's noch nicht. Ich wusste auch, was die ganze Quest bringt, aber... Ist das jetzt ein Orden oder... Das ist der Orden. Frag irgendwie, wen was hier passiert. Es denkt zurück, es ist von Merlon, der mir einen Auftrag gegeben hat. Und alle meine Leute sind schon aufgelevelt mit ihrem Rang. Aber ich habe immer noch einen Sieg, den übrig. Ja, du kannst nicht. Richtig. Noch, im Prinzip sollte der dafür sorgen, dass ich sozusagen sie auf Level 2 bringen kann, alle. Das heißt Barbara als erstes. Und dann. Warte. Umbrina wahrscheinlich. Kupio dann wahrscheinlich erstmal, weil Kupio ist. Kampftauglich. Adam war das, glaube ich, in Paper Mario 1 so, dass man die auf dreimal aufleveln konnte. Ich glaube, in irgendeinem konnte man die dreimal. Konnte man hier auch. Aber ich brauche dann eben auf. Wohl dreimal weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich sie mehrfach aufleveln kann. Ja, ich bin mit du bist tot. Du fällst runter. Du fällst auch runter. Was mich jetzt gerade hier versagt hat, oder zu mir, Niki? Keine Ahnung. Was, also ich hab da aus Versehen den Knopf losgelassen, ich Depp. Nein. Oh. Aber nein. Ist schlecht. Die ersten 10 Folgen kann man sich anschauen und danach kann man einfach. Er war einfach voll gehypt, der. Also ich war am Anfang auch gehypt. Bis zu Folge 12 oder so. Ab Folge 12 oder 14 wird's einfach nur noch schlecht und lächerlich. Ernsthaft? Wie gesagt. Diese Angriff hat nicht die Verteidigung umgangen, sondern sie einfach nur auf den Rücken geschmissen. Oh mein Gott, ich muss. Ah, so, noch geschafft. Geschafft. Immer diese Raucher mit dem Ding. Sagt der. Ich habe die beste Kondition von meiner Klasse. Das Action-Kommando wollte ich verkacken. Ja. Die beste Kondition. Alter, hier will mir jemand einen Surprise Bad 6 verpassen und du redest. Ja. Tot. Alle sind glücklich. Gut. Nein, man tötet keine Leute. Na, aber Gumbas und die Skelette waren eh schon tot. Nein, ich hau ja die Gumbas nur kaputt. Kaputt und K.O. Wie man sieht, natürlich, wenn ich irgendwie in der Arena bin. Die sind danach ja auch nur total verwirrt und so, bla. Nicht so, dass die jetzt zerfetzt werden und zu Geld zerfallen, was ich dann aufnehme. Quatsch. Ich habe jetzt gar nichts gesagt, aber lassen wir es. Gut. Was ist das? Ein kleiner Penis. Das habe ich vermisst. Diese dummen, unzivilisierten Aussagen, die sowieso niemanden interessieren. Sagt der keine Raucher akzeptiert. Ja. Naja. The problem with that? Ja, anscheinend schon. Alter, die muss man akzeptieren. Ich, als ich sie früher gehasst habe, habe ich das auch getan. Als ich sie gehasst habe, habe ich das auch getan. Ja, ich habe sie zwar nicht gern gehabt, aber ich habe sie akzeptiert und sie nicht die ganze Zeit runter. Das heißt, ihr ausgeangriffen, als ich sie gehasst habe, habe ich sie gehasst. Als ich sie gehasst habe ich sie zwar gehasst innerlich, aber ich habe sie akzeptiert, weil es ihre Sache war. Tja, ich bin nur ein intolerantes Schwein. Lebt damit. Schwein auf jeden Fall. Aber nur, nur intolerant gegenüber Rauchern. Nur gegenüber Rauchern. Alle anderen sind tolerant gegenüber.
Nur ihr scheiß Raucher nicht. Okay, dann fange ich an, Drogen zu nehmen, damit ich mich akzeptiere. Ich höre auf mit Rauchen nehmen. Für mich ist Rauchen eine Droge, weswegen ich was gegen Rauchen habe, also. Und Problem. Alkohol ja auch, ne? Alkohol kommt auf die Menge an. Wenn ja, jemand nicht allzu viel dazu zu sich nimmt, sage ich. Von mir aus, weil dass der Körper schnell genug abbauen kann, dass es, wenn man ein Bier oder zwei Bier trinkt, nicht schädlich ist. Nicht allzu schädlich. Hey Hagel. Also wenn ich nur eine pro Monat rauchen würde, würdest du das akzeptieren? Na, eine pro Monat hätte ich kein Problem mehr mit. Ja, wie gesagt, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass eine Zigarette pro Monat sogar... Ja, ja, halt, ein KP. Weil das das Immunsystem stärkt. Das Aussage ist so unglaublich dumm und lächerlich, dass ich dazu... Nein, das ist so. Vor allem, du müsstest dann, um dein Immunsystem zu stärken, 420 ausgeben und du hättest dann 20 Monate lang vorraten, wohl damit der Tabak zu. Der hat eben einen Superpilz, einen Ultrapilz nach mir geschmissen und hat verfehlt, weil der dumme Nebel da war. Ich fühl mich verarscht. Scheiße. Ja. Hey, nicht nur ich hasse dich, jeder hasst dich sogar das Spiel. Alter, ich habe ihn eben durchstoßen. Das hat ihm keinen Schaden gemacht, weil es ein verfickter Geist ist. Denn du wirst gleich ein Geist sein. Also ich muss noch auf meine Fünferprüfung lernen. Du hältst nicht davon ab mit Paper malen. Kannst ja abhauen. Und lernen. Wie gern, den ganzen Abend lang. Wie gern du mich hast. Wie gern du mich hast. So, und diesmal halte ich eher auch gedrückt, wie es sein soll. Mach keinen Button-Smashing. So. Wow, wer hat mal richtig gemacht. Ja. Ich schreibe es in mein Buch für die Nachwelt. Der Spruch ist so alt. Aber so verdammt. Was war das? Ich weiß, dass der Spruch alt ist. Ich kannte ihn schon, bevor er da innen war. Der war noch nie in, das ist es ja. Doch, war. Und ich finde ihn gut. Ich schmatz dich. Egal, ob er in oder out ist. Das Einzige, was ich auffinde, ist Erster. Ich bin Erster. Ja. Das hat sie auch gesagt. That's what she said. Ich finde ja diese Rückkehrröhre aus Super Mario, Super Paper Mario sehr praktisch. Ah, für die. Oder? Ja, weil man damit sich zurückporten kann aus den Leveln. Chaka Conroy. Ich liebe ihn. No homo. Aber er ist so geil mit seinem Paper Mario Let's Play. Ich liebe es. Geld ausgeben. Er hat's ja. Ja, hab ich's auch. Wenn er schon so 50 Euro tanken kann. Ja, ich musste, weil ich sonst nicht nach Hause gekommen wäre, weil es sonst zwischendurch liegen geblieben wäre wahrscheinlich. Na, es hätte 100%ig noch gereicht. Außer wenn es ein Lag gehabt hätte, was ich hatte. Oh, Loch im Benzinschlauch, das kenne ich. Bei einem Auto aber nicht so wahrscheinlich wie bei einem Moped. Bei einem Cross, das war das Pinke, das ich dir heute geschickt habe. Dann ist er noch, wie heißt, du kennst ja Unterführung, dann ist noch in der Unterführung stehen geblieben, das war scheiße. Alle aus dem Hupen, Ja, das ist verdammt gefährlich in der Unterführung vor allem. Er so schön am Schieben, am Rand und alle aus dem, Ich tu doch schon, ich arbeite doch schon. Sop. Geilste war, wir waren 2 Minuten davor, alle voll tanken. 10 Euro alle gezahlt und er einfach mal der ganze Benzin schön auf dem Boden. Habe ich das schon gemacht hier? Nein, habe ich noch nicht. Tja. Da hat er wahrscheinlich zu viel getankt und das hat einfach nur platzt. Und nein, der Motor, der Benzinschlauch war zu lang und ist an den Motorblock gekommen. Irgendwie. An den Motorblock, an den Auspuff. An den Krümmer. Und der Krümmer ist heiß. Und dann hat es ein Loch reingebrannt. Ich weiß, ich könnte hier die ganze Zeit irgendwas Wichtiges tun, um in der Story voranzuschreiten. Aber ehrlich gesagt, wir verlieren. Ach, da war ja noch ein Riss. Ach, ich habe ja die Bombe mit. Ja, dann kann ich hier mal die Bombe werfen. Und da mal die Bombe werfen. Und hier jetzt mal einen Suizidsprung nach unten machen. Wusch. Und ja.
You know what I mean? You know what I mean? He knows what I mean. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich mich auf Paper Mario 3D folgen soll oder nicht. Ganz ehrlich, ich freue mich nicht drauf, aber wenn es halt draußen ist, will ich, und ich will auch nichts davon sehen, aber wenn es draußen ist, will ich es kaufen und mir so eine Meinung bilden. Ich habe mir den Trailer gesehen und ich bin nur skeptisch mit dem System. Ich sag dir jetzt nicht, weil du es nicht wissen willst, aber... Jo. Na, jetzt haben wir wenigstens das Sternjuwel hier eingesetzt, nach 52 Minuten. Oh yeah. Because I suck at remembering, wohin ich nochmal hin muss. Beziehungsweise, ich hab die eine Tür übersehen. Fail. Da ich das rausgeschnitten habe, werdet ihr davon kaum was gesehen haben. Was auch gut ist, weil da einiges ist, was rausgeschnitten gehört. Ne, Andy? Einfach hinaus, da sah ich ein Stück. Schön Handy und so weiter, was ihr da alles euch teilt. Was Handy? Ach so. Es gehört rausgeschnitten. Angelina Oels. Verdammt nochmal das Zoo-Kapitel endlich. Das musst du mir noch unbedingt schicken, Andy. Alter, die... Leise. Nein, das war... Nein, das war ein Scherz. Ich würde dir schon schicken, also. Und jetzt sagt er auf einmal, los, her damit. Oh yeah. Ja, wie gesagt. Ich muss es haben, um zu zeigen, was für schlechte Leute die in Österreich sind. Es ist alles Beweismaterial, was ich hier sammle. Alter, die schiebt sich in Haarspray. Ah, Papa, du hast mir selbst gesagt, ich soll's rausschneiden. Ach ja, stimmt. Na, das bleibt jetzt drin. Ein Haarspray. Ach, egal. Weißt du überhaupt, was für ein Durchmesser? Ja. Oh, ihr werdet euch freuen. Das nächste Sternenbild ist ein Bad glimmerlich. Glimmerig. Ja, es ist schon was anderes als Chuck, oder? Eine andere Marke. Die hat geschrien, das glaubst du gar nicht. Bart Glimmerich. Ja, also voll die Yoshi mit Bart Glimmerich. Bart Glimmerich? Ist das nicht, wo die Reichen und Schönen wohnen? Ach, die Bomben werden wir garantiert treffen. Nach meiner Information wird im Glimmertal ein Stern verehrt. Es gibt dort weder gefährliche Monster noch dunkle Verliese. Bad Glimmerlich ist ein sehr grusames Touristenstädtchen. Wenn wir nach Bad Glimmerlich müssen, nehmen wir also... Genau, den berühmten Glimmerliner fährt dahin. Zu diesem Stellenwert habt ihr also eine sehr bequeme Reise vor. Ja, klar. Als ob das Spiel uns das leicht machen würde. Aber es ist das geilste Kapitel überhaupt. Es mag jedoch sein, dass es etwas mehr kostet, das Sternenbild tatsächlich zu bekommen. Aber wir klauen es einfach. Kriegt keiner mit und so. Das Schöne ist ja, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, was da vorher wir hatten, vor ein paar Parts, vor ungefähr 10 Parts, eine Mail bekommen. In dieser Mail war ja von dieser, ne, wir haben ja den einen Typen gerettet aus dem Verlies. Und der gesagt, ja, 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 der arbeitet jetzt im Dojo. Das Dojo ist ein Ort aus Paper Mario 1. Und aus Paper Mario 1 kommt übrigens auch noch ein Gastcharakter in diesem Spiel vor, wenn man es durch hat am Ende. Man kann ihn aber ansprechen, nichts Besonderes, es passiert nichts. Aber es ist ein Buhu, genau. Und wenn wir den jetzt schon hätten, ne, klauen wir kein Problem. Weil, obwohl, wir haben Barbara, die kann uns auch unsichtbar machen und die Erde ziehen, wenn jemand vorbeikommt. Also, zur Not, wir sind gewappnet. Aber man bekommt doch nur eine Fahrkarte, wenn man zur High Society gehört. Vielleicht müsst ihr ja wieder Alpamone bitten. Andy, du weißt, was du tun. Alpamone, komischer Name. Aber egal, gehen wir, Bomber. Er war ja nicht dabei, als wir da waren. Ja, er kann Alpamone jetzt noch besser sprechen als vorher. Rauchen, husten. Also, ihr habt verstanden. Wahrscheinlich habt ihr nicht mehr viel Zeit. Und ich brauche noch einige Informationen. Euch also, viel Glück. Warum kann ich die jetzt besser sprechen? Weil deine Stimme jetzt wahrscheinlich, wenn du dich anstrengst, noch rauchiger klingen will. Ach ja, wir sollten zu Merlon gehen. Ups, wir haben wieder was geholt. So ein Arsch. Ultrafeil. Ich habe mir leise Content. Was gibt es? Ich hab den Ultrafeil. Mario kann seinen Kopf klicken. Der Ultrafeil? Oh mein Gott. Oh, natürlich. Marlon, level up! Ihr wisst schon, was er jetzt mit dem Pfeil macht, ne? Jum. Er hat ihn in eine rote Kugel geschoben. Das ist also der Ultrastein. Das also ist der Sinn der Offenbarung. Das hier ist der Ultrastein.
Ich hatte völlig vergessen, dass ich ihn damals dort unterm Dach eingelagert habe. Damit kann einer deiner Freunde noch weiter erhöht werden. Wieso hast du ihn dann weggetan? Wieso benutzt du den nicht sowieso? Mann. Level Yoshi auf. Komm vorbei, wann immer du eine Rangerhöhung für deine Freunde willst.